Hamburg, das Tor zur Welt. Also jetzt liegt diese Stadt schon am Wasser und wird von Wasser durchzogen. Aber ausgerechnet die Elbestadt mit Nordseenähe hat ein Wasserproblem. Viele Hamburger Brunnen sitzen nämlich auf dem Trocknen und werden sogar als Mülleimer missbraucht. Wie kommt's? Weil der einzige Techniker, der die Brunnen im Bezirk Mitte bislang betreute, im Ruhestand ist und seine Stelle seitdem nicht mehr besetzt wurde. Staubig, öde, ausgetrocknet. Einer von 10 Brunnen in Hamburgs Innenstadt, dem etwas ganz Entscheidendes fehlt. Wasser. Ja, das fällt mir schon seit längerem auf. Wo ist das? Ja, wäre schöner mit Wasser, das stimmt. Haben wir auch gerade festgestellt. Ein bisschen trostlos. Haben Sie kein Wasser hier, oder wie? Da ist kein Wasser drin, oder meine? Ja. Für die Kinder ist das natürlich schon ärgerlich, ne? Weil die fragen jeden Tag, wann kommt da eigentlich Wasser rein? Im letzten Sommer hat das hier noch schön geplätschert. Das fehlt jetzt natürlich irgendwie. Wasserlose Tristesse nicht nur unter Michel. Die Citybrunnen sind trocken, weil der einzige Techniker, der sie anstellen konnte, in Pension gegangen ist. Und man im zuständigen Bezirksamt versäumte, sich rechtzeitig um einen Mitarbeiter zu kümmern, der seine Aufgaben übernimmt. Wir wussten, der Kollege geht, aber in Zeiten knapper Kassen versucht man eben, Stellen so lange wie möglich nicht nachzubesetzen. Und so kam der Frühling aber kein Wasser aus den Brunnen. Anwohner und Geschäftsleute ärgern sich über die Behörde und reagieren mit Ironie. Wie kann es sein, dass man einfach vergisst, eine Planstelle neu zu besetzen? Das weiß man ja nicht erst seit gestern und man verabschiedet sicherlich auch keine Kollegen. Ich denke mal, der ist ganz heimlich einfach abgehauen. Das Bezirksamt hat inzwischen erkannt, dass sich jemand um die Brunnen kümmern und die Stelle neu besetzt werden muss. Hätte sogar einen Mitarbeiter, darf ihn aber nicht beschäftigen. So einfach ist es leider nicht, weil eben tatsächlich Stellen dann auch ausgeschrieben werden müssen. Selbst bei internen Wechseln muss jeder die Möglichkeit haben, sich zu bewerben. Also es gibt einfach Regularien, die einzuhalten sind. Und das kann dauern, sodass der Wasserträger vom berühmten Hamburger Hummelbrunnen weiter auf dem Trocknen sitzt. Der Brunnen in jedem Touristenführer Pflicht verdreckt und vermüllt. Dabei wurde er gerade erst restauriert. Doch mal vorbei. Und dann ist auch das Wasser wieder abzustellen. Und wahrscheinlich wird es bis dahin gar nicht laufen. Deshalb, also unser Vorschlag ist, dass man den Mitarbeiter aus dem Ruhestand holt für eine halbe Stunde, ihm 100 Euro in die Hand drückt und dann diesen einen Knopfdruck wieder tätigt, damit der Brunnen funktioniert. Die Kollegen haben natürlich auch über eine Notfalllösung nachgedacht, aber es ist eben nicht nur das Ein- und Ausschalten, wie jetzt so mancher vermuten mag. Nein, also es ist schon auch eine Wartung erforderlich, wirklich eine tägliche Reinigung. Und so bleiben viele Citybrunnen erstmal trocken, bis vielleicht im Juli die Stelle des Brunnentechnikers neu besetzt sein wird. Und das Wasser wie hier am Rathausbrunnen wieder sprudelt. Denn der plätschert unabhängig vom Bezirksamt.